Ja, ich hatte letztes vorhin eine Folge, wo ich immer gestorben bin. Und ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht wiederholen. Und dieser Scheißköter hat mich zu Tode gebissen. Ich hasse Hunde in GTA 5 natürlich bloß. Gosha Garmin and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPD FR mit mir, dem Racer. Und ja, in dieser Folge sind wir wieder im Umland. Wir hatten jetzt die letzten Folgen immer Stadt, immer Los Santos. Und jetzt dachte ich mir mal, müssten wir auch mal wieder im Umland eingestellt werden. Wir haben jetzt hier einen wunderschönen Mittag in Sandy Shores und haben Traffic Backup Stop Required. Da fahren wir am besten mal hin mit Code 2, würde ich sagen. Ja. Übrigens, was ich vergessen habe, zwei Dinge. Zum einen, die Grafikmod gibt's nicht, weil das ist nämlich ein privat zusammengestelltes Pack. Alter, okay, what the fuck, okay, what the fuck. Ey, gehen Sie auf den Boden, gehen Sie auf den Boden, gehen Sie auf den Boden. Wir haben einen kleinen Zwischenfall. Wir kommen aber gleich zu den Kollegen hier. Das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Ich möchte ihn nicht erschießen. Ich möchte den Hund nicht erschießen. Ich muss den Hund erschießen. Es tut mir leid. Ich muss ihn auch erschießen. Und sie gehen auf den Boden. Sie sind auf dem Boden. Ey. Es tut mir leid, ich musste die Hunde erschießen, sonst würden die mich instant killen. Zwei Dinge. Jetzt kurz, damit ich überhaupt noch dazu komme. Grafikmod gibt's nicht, weil das ist privat. Also das private Pack, das hat der Kurt zusammengestellt. Beziehungsweise, was heißt zusammengestellt? Es war eher Zufall, dass das so gut geklappt hat. So viel dazu. Und das andere ist, dass ich jetzt mehr Zeit habe für alles BFA, weil Schule ist jetzt fertig, beziehungsweise die Abschlussprüfungen sind jetzt geschrieben, das heißt, jetzt ist wieder ein wenig mehr Zeit für LSPDFR, das heißt, es werden jetzt wieder mal öfter Folgen kommen, vielleicht sogar täglich, weiß ich noch nicht, aber ich gucke, vielleicht kriege ich das hin, wir brauchen nicht mal einen Corona, ich bin so beleidigt, dass ich die Hunde durch die Gegend schiebe, ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß, also auch da könnt ihr auf jeden Fall auf Videos hoffen. Vielleicht auch mal was anderes als GTA. Ich hatte ja die Umfrage gemacht, die ist auch nicht vergessen. Keine Angst. Hab mir einige Spiele angeschaut, die ihr geschrieben habt. Unter anderem, wie ist das? War Thunder, heißt das so. Habe ich ausprobiert, das war jetzt überhaupt nicht meins. Aber BeamNG habe ich mir auch angeschaut, das ist auf jeden Fall meins. Da gucke ich auch, dass ich auf jeden Fall noch was mache. Das heißt, da kommt auf jeden Fall auch noch was auf Basis der Umfrage, die vor ein paar Wochen gelaufen ist. Nun muss man viel dazu. Jetzt gehen wir aber mal zum Traffic Stop. Mein guter Kollege, weißt du, dass wir hier ein Schadensmodell an? Oh. Ja, haben wir. Okay. Der Kollege, weißt du, dass wir jetzt einen Zwischenfall hatten, aber man muss natürlich trotzdem nicht warten lassen. Der ist frei. Und hier wird immer geschossen. Vielleicht ist es einfach Schießtraining. Ansonsten rufen da die Bullen. So. Wir drehen mal hier vorne und gucken, dass wir... fahren Sie bitte weiter. Da wird geschossen, aber ich glaube, dass die das eben bekommen. Oder? Ja, hoffen wir einfach mal. So, wir haben jetzt hier einen Fall. Wir müssen mal zu unserem Kollegen. Guten Tag. What took you so long? Mau jetzt. I guess you had finished your donut. Genau. Anyway, this vehicle came up on my ANPR system. The registered owner has outstanding warrant. Who's going in Gunstron? You or I? Nee, du machst das. Ich hab nämlich gerade wieder eine Folge aufgenommen, die ich aber nicht hochladen werde. Wo ich nur gestorben bin. Da hatte ich keinen Bock drauf, dass das jetzt wieder passiert. Also da bin ich echt richtig oft gestorben. Huch. So, der ergibt er sich. Gehen Sie auf den Boden. Nehmen Sie die Hände hoch. Nehmen Sie die Hände hoch. Lassen Sie die Waffe fallen.
ja, ich hatte vorhin eine Folge, wo ich immer gestorben bin. Und ja, das wollte ich eigentlich jetzt nicht wiederholen. Und dieser scheiß Köter hat mich zu Tode gebissen. Ich hasse Hunde in GTA 5 natürlich bloß. So. Was? Ist irgendwas? Komme ich genervt rüber? Das ist doch scheiße, Mann. Ich hasse die Hunde in GTA. Oh, warte mal, was ist denn das da? Sir? Nehmen Sie bitte die Waffe runter. Nehmen Sie mal bitte hier. Nehmen Sie mal eben Ihr Scharfschützengewehr runter hier. Ich werde sie jetzt erstmal festnehmen. Weil das öffentliche Tragen einer Waffe ist hier natürlich nicht gestattet. Was auch immer das sollte. Ich werde sie jetzt natürlich. Ich werde Kollegen holen, die werden sie erstmal mitnehmen. Ich verstehe nicht, wieso sie eine Waffe tragen. Aber scheinbar ist hier im Waffenladen noch irgendwas. Das heißt, da gucken wir mal, was da abgeht. Guten Tag. Ach, Sie sind der Waffenbesitzer. Sie sind also der Waffenbesitzer. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Oh, das tut mir leid. Dann weiß ich jetzt Bescheid, ja? Eigentlich müssten Sie sich mit Waffen auskennen. Wieso laufen Sie in der Öffentlichkeit mit einem Scharfschützengewehr rum? Finde ich gar nicht nett von Ihnen. Naja. Danke, dass Sie mir hinten reinfahren. Aber wir haben jetzt Inneneinsatz abgeschlossen. Das heißt, Sie dürfen hier, so. Mann, ey, wieso läuft denn mit der Waffe rum? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir sterben mussten. Das ist, das geht nicht in meinen Kopf. Das ist so behindert. Immer irgendwie. Intoxicated person, alles klar. Da gehen wir mit Code 2, gehen wir da hin. Da vorne ist es schon. Und es sieht sehr verwirrt aus. Kann man natürlich auch irren. Ey, bleiben Sie mal stehen. Ey, bleiben Sie stehen. Was soll denn der Scheiß? So. Nehmen Sie bitte mal die Hände nach oben. Hände nach oben, auf den Boden. Auf den Boden. Alles gut, ich glaube, Sie sind ein bisschen geistig verwirrt. Außerdem werde ich jetzt wohl auf die Wache mitnehmen müssen. Weil ich kann Sie in dem Zustand nicht wieder auf freien Fuß setzen. Das kann ich mir nicht, es geht nicht. Genau. Ganz genau. So, Sie werden mitgenommen, ne? Ich wünsche Ihnen dennoch einen schönen Tag. Was war das hier gerade für? Terrorist Activity. Nee, komm. Terrorist Activity muss man es nicht antun. Wir fahren mal weiter. Oh, Mann, was ist denn das da? Hä? Sind die. Egal. Ich frag einfach nicht. Achso, wir haben hier noch das an, ne? Also so und so. Soll auch hier nicht irgendwie diese Rede missbrauchen oder so. So, was machen wir jetzt? Sollen wir uns mal ein bisschen von ihr entfernen? Und mir mag ich es in die Chance nicht, seitdem der Hund uns gekillt hat. Wir fahren mal ein bisschen weg hier. Fahren wir zum Biker. Da waren wir noch nie, oder? In LSPDFA. In dem Biker-Bezirk da hinten. In hier, ne? In dem Biker-Ding halt. Was weiß ich, wie das heißt. Biker-Wohnwagensiedlung. So, jetzt hab ich's. Mein Gott. Oh, wollte ich gar nicht. Bin ich kurz auf meine T-Taste gekommen hier. Hab die Sirene angemacht. Ja, so schnell kann es gehen. So, pass auf, den halten wir hier mal an. Ja, der kommt mir sehr suspekt vor, weil mit so einer Karre fährt man eigentlich nicht in Sandy Shores rum. Eigentlich müsste viel abgeranzter aussehen, ja? Was war das für ein Geräusch? Egal. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen, ne? Hätt mal gerne Ihre ID. Danke. John Turner. Das klingt der sehr nach USA. License is valid, no active warrants. Das freut mich zu hören. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Weiterfahrt. Auch wenn ich nicht verstehe, was Sie mit der Karre hier anfangen wollen.
Wobei sie das wahrscheinlich mir genauso fragen können. Mich genauso fragen können, so rum. Na, ich hab nichts. Sie können ruhig weiterfahren. Wir gucken aber mal, was hier abgeht. Im Bikerbezirk. Ja, wow. Aus dem Grund fahre ich in dem Auto nicht in First Person. Guck mal, da sind ja ein paar Biker. Pass auf, da gucken wir jetzt mal, was wir hier mit den Bikern finden oder beziehungsweise was die Biker so im Schilde führen. Vielleicht trinken die nur, aber vielleicht haben sie auch eine Leiche versteckt, denn der hier steht vor der Tür. Würden Sie bitte mal einfach stehen bleiben, eine reine Routinekontrolle. Würden Sie bitte sitzen bleiben? Ich habe ein bisschen Angst, wir holen mal besser ein bisschen Backup. So. Ah, bitte Ihre ID. Achso, haben wir schon. Okay. Kenny Saints. Kenny Saints. Leistet der Dr. Ferenc. Alles klar. Bei Ihnen ist alles in Ordnung. Was haben denn Sie hier? Ich frage auch mal. Wieso machen die eigentlich immer alles kaputt? Wer ist denn der? Auch Kenny Saints. War das auch ein Witz? Ne, Moment. Heißt doch nicht Kenny Saints, oder? Ist er echt Kenny Saints? Scheinbar ist er auch Kenny Saints. Gut. Dann haben wir hier scheinbar... Ich verstehe es nicht. Und der hat aber auch auf jeden Fall nichts... Was machen die denn da? Weißt du, verteilen kennen die auch nicht. So. Auch für ihn mal die ID. So, was? Arco Descat. Das klingt sehr mexikanisch. Lies of no active warrants. Alles klar. Dann sind sie jetzt entlassen. Sie sind natürlich auch entlassen. Und sie sind... Ah! 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 Gehen Sie bitte weg. Gehen Sie auf... verfolgen Sie mich nicht. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie... Nehmen Sie bitte die Hände hoch. Ah! Ja, wir brauchen ja auch Backup. Wir können die Leute... Alter, ich hab voll wenig Leben. Scheiße, Alter. So schnell kann's gehen. Aber wir haben zumindest die Lage einigermaßen unter Kontrolle. So. Bleiben Sie jetzt sofort stehen. Ja, es ist kein Witz hier. Bleiben Sie stehen. Gehen Sie auf den Boden. Ey. Nein, jetzt haben Sie den erschossen. Na, versuchen wir mal Backup. Ist denn der Typ? Ach, hier. Okay, dann holen wir hierfür ein Corona. Jetzt habe ich Corona für den geholt. Scheiße. Ah, natürlich mein. Achso, Corona ist doch richtig. Ich bin. Gott. Heute bin ich immer wieder so richtig Brain AFK. Weißt du, heute ist wieder so ein Tag. Heute ist echt. Heute haben sie es geschafft. Heute bin ich richtig Brain AFK. Was holt der denn Corona, weißt du? Achso, genau, was ich mal eben schauen wollte. Ist hier im Wohnwagen was Verdächtiges? Ist hier irgendwie... irgendwas... Jetzt folgen Sie mich nicht ständig, ich habe für Sie doch schon jemanden geholt. Aber auch hier sieht das auf den ersten Blick recht clean aus. Ich bin halt ein bisschen Wind, ne? Das ist nicht wundern. Grande Sonora Desert. Traffic Stop Backup hatten wir heute schon. Möchte ich jetzt nicht mehr machen. Das kann gerne ein Kollege übernehmen. Roger, Dispatch, we are en route. So. Wir steigen wieder ein. Huch. Und wir dürfen natürlich einmal reparieren und machen so und so. Dann fahren wir mal weiter. So, haben wir heute noch irgendwie einen Einsatz? Irgendwie, ich finde das sehr suspekt. Meth Lab. Okay, das nehmen wir auch mal an.
Das hatte ich oft, als ich offline gespielt habe. Da hatte ich das sehr oft. Suspect Meth Lab. Free? Nee, mit Free fahre ich da nicht hin. Da, ne? Decken wir uns doch. Was geht denn da hinten ab? Na, auf jeden Fall haben wir hier unser Meth Lab. Oh, habe ich da gerade so einen Stipfel umgefahren? Hab ich da gerade so einen Stipfel umgefahren? Ja, ich habe da so einen Stipfel umgefahren. So, Suspected Meth Lab. Dann wieder aussteigen hier, ne? Ey, bleiben wir mal stehen. Dann sind wir auf dem Boden. Ich nehme sie jetzt fest, legen sie sich am besten richtig tief in diese Schlammpfütze hier. Wo ist ein See? Pff, ich habe gerade nur den Teil irgendwie gesehen. Aber hier ist ja der Alamo Sea, stimmt ja. So, jetzt hätte ich mal gerne erstmal ihre ID, ja? Weil sie kommen mir sehr suspekt vor. Jetzt lassen sie... Ach, egal, halt so. Na ja, toll. Noch länger. Kann ich ihre... Weg mich, dann kommen sie halt einfach weg hier so. Sie wollten mir ihre ID nicht geben, das heißt, sie werden mitgenommen. Und ihr Wohnmobil hier, kann ich das irgendwie durchsuchen? Ja klar, kann ich das durchsuchen mit L. Läuft denn jetzt hin? Ach, okay. Auch gut. AK-Manual. Alles klar. Das für das Auto hat es noch eine Manual. Eine Bedienungsanleitung. Das würde mich wundern, wenn ich ehrlich bin. Das nimmt schon ein bisschen älter aus. Ja, hier. Bullshit. Hat das Ding einen Kofferraum? Kann man da irgendwas aufmachen? Hat die vielleicht hinten eine Klappe versteckt? Nein. Okay. Oh, wie geil das aussieht eigentlich. Mit Küche und allem hat die. Was machen die denn da oben? Ich möchte nur, dass sie meinen Suspekt hier mitnehmen. Jetzt hören sie auf zu hupen. Gibt's doch nicht. Was haben eigentlich sie hier zu suchen? Was ist das denn? Nein. Was war das denn? Wieso hat er plötzlich eine Waffe rausgeholt? Ach Mann, das gibt's doch nicht. Yeah, willkommen zurück. Wir müssen wieder unsere... Sag mal, irgendwie ist heute echt so ein Tag, wo man gerne drauf geht. Also, wie gesagt, ich habe vorhin schon wieder eine Folge gehabt, die ich nicht hochladen werde, da, dasselbe. Nur da bin ich öfter gestorben, da bin ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal gestorben. Da hat man wirklich, also, mein gut, Dark Souls färbt halt schon ein bisschen ab, ne? Bisschen nach GTA. So, jetzt sind wir wieder in Sandy Shores. Fällt mir eh ein bisschen besser als drüben, so im Nachhinein. Hier sind nämlich die Leute immerhin noch ein bisschen sozial. Weißt du, da drüben sind sie alle voll asozial. So. Ein Auto wird gesucht. Ja, das machen wir. Wir machen in Code 2. Traffic Alert in Sandy Shores. Das würde ich sagen, nehmen wir natürlich an. Und gucken mal, dass wir auch den Fall geklärt bekommen. Es wäre davor natürlich ein Zug. Was auch sonst, aber okay, es ist vorbei. Was macht denn der LKW? Ich weiß nicht, das war einer. Metro, weil das sind diese Müsli-Riegel in GTA. Ach, der ist ja hier. Okay, dann drehen wir mal kurz um. Und gucken, dass wir den zur Strecke bringen. Können Sie bitte mal stehen? Polizei. So. Sie sind gesucht, weil sie können mich eh noch nicht hören. Okay, er fährt weg. Alles klar, wir haben Verfolgungsjagd eines Supersportwagens. Das heißt, Eile und Vorsicht ist geboten, denn der Täter könnte bewaffnet sein. Der fährt ins Land. Ein Vorteil für uns jetzt direkt, weil wir haben nämlich so einen schönen Geländewagen. Während der hier mit seinem kleinen Flitzer natürlich ein bisschen aufgeschmissen ist. Aber er hat es noch gut unter Kontrolle. Noch hat er es gut unter Kontrolle. Kann ich nach vorne? Okay, ich kann nach vorne. Nicht, dass er jetzt hier hinten reinfährt. So, bleiben Sie. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Aus dem Fahrzeug.
Nimm sie die Hände hoch und gehen sie auf den Boden. Genau. So kann ich sie hier festnehmen oder... Okay, es geht. Was fällt Ihnen eigentlich ein, vor mir zu flüchten? Ja, Sie haben hier ein wunderschönes Auto, das sehe ich ja ein. Genau, look at that, das Auto ist wunderschön. Leider wird das jetzt beschlagnahmt, nachdem wir hier das Auto gesucht haben. Also ich verstehe nicht, wieso Sie ihr wunderschönes Auto in den Dreck fahren müssen. Das geht bei mir nicht rein. Naja gut, wir suchen mal. Genau. Dadurch suchen wir. An In Memory of Jane Norris Card. Okay, Jane Norris war, glaube ich, einer aus GTA, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war einer aus GTA. Und eine Taschenlampe. Ja, guck mal, alles in Ordnung. Jetzt packt der natürlich hier den Kofferraum zu, weil wie auch sonst. Können wir hier vielleicht hier von oben rankommen? Nein, der Kofferraum wird dann also später auf dem Revier durchsucht. Auch kein Problem, denn wir können hier einen Towtruck rufen, der bringt das dann zu einer nahegelegenen Polizeiwache. Mein Gott, ich glaube so viel Bullshit teilweise. Was geht denn da hinten eigentlich ab? Kann mir einer erklären, wie das hier wieder zustande gekommen ist? Wie? Wie? Einfach nur wie? Das Ding hier kommt da hinten raus, fährt hier über den Feldweg. Und hier ist irgendwie eine Karre, die wahrscheinlich auch noch angefickt wurde. Irgendwo. Nee, auch da vorne ein bisschen. Ja komm, fahren Sie ruhig weiter. Hauptsache, Sie kriegen die Karre abgeschleppt. Mein Gott, ist es... ich mag LSPDFA, ich mag es. Auch heute war ich aber echt ein bisschen, heute war ich verwirrt. Ich gebe es zu, heute war ich verwirrt. Ich hoffe mal, dass es dann die nächsten Tage besser wird. Verwirrt, was... mit Ö. Verwirrt war ich. Naja, gut, ich würde sagen, bevor ich noch mehr Bullshit labere, sehen wir uns ja bei der Folge für LSPDFA. Wie gesagt, vielleicht schon morgen. Vielleicht kriege ich das jetzt täglich. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten halt irgendwann übermorgen oder übermorgen. Da lasse ich mir eigentlich recht viel Freiraum, was das angeht. Aber das wisst ihr eh schon, Leute, die mich länger kennen. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und vielleicht sogar über ein Abo. Aber ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, wenn der mir nicht reinfährt, in der weiteren Folge von LSPDFA. Ich sage dazu nichts mehr. Haut rein, mach's gut, tschüss.